So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, zu den letzten Minuten hier im Webinarbereich mit Tickmill in dieser Woche. Es geht um Ideen, den Ausblick für die kommende Woche und wieder etwas Education. Mein Name ist Mike Seidel und ich führe Sie wie jeden Handelstag hier am Morgen durch das Webinar mit ein paar Einblicken auf die ein oder andere Chartsituation. Ich beantworte auch sehr, sehr gern Ihre Fragen und ich freue mich auch heute wieder, einige Live-Zuschauer hier direkt auch im Streaming bei Facebook mit dabei zu haben. Also allen einen schönen guten Morgen. Auch dir, liebe Elena, heute wieder live dabei. Ich freue mich immer, wenn wir hier auch interagieren können miteinander. Also scheuen Sie sich nicht, stellen Sie Ihre Fragen und wir schauen auch über den ein oder anderen Wunschchart sehr, sehr gern auch drüber. Bevor wir beginnen, gibt es den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr eingesetztes Kapital zu verlieren. Und damit schauen wir gleich auch auf die Agenda für den heutigen Tag. Wir starten wie morgens üblich mit den heutigen Handelsideen. Dazu kommt auch noch der Check der Nachrichten. Dann schauen wir auf den Wochenausblick. Was kann denn nächste Woche die Märkte bewegen? Wir analysieren einige der großen Indizes. Ich habe heute auch sogar per Information vorab einen Wunschmarkt bekommen. Und zwar schauen wir auf den US-Dollar ZAR mal in den Chart hinein, was da der Markt gerade sagt. Und in der Ausbildung beim Thema Know-how schauen wir heute einmal drauf auf das Thema The Trend is Your Friend. Wie können Sie denn mit gleitenden Durchschnitten hier im MT4 Ihre Trades gut planen, Entries planen, Trends bestimmen, all diese wichtigen Sachen, die wir brauchen, um Handelssignale auch aus den Märkten zu ziehen. Das gibt es dann im edukativen Teil und ich mache das genau wie auch in der letzten Woche, ich teile diesen auch ab, das heißt technisch werde ich ein zweites Video für Sie erstellen, dass Sie neben den Handelsideen natürlich auch immer wieder ohne Zeitverzug auf den edukativen Teil auch mit hineinschauen können. Den finden Sie dann übrigens auf dem YouTube-Kanal von Tickmill. Anton, auch dabei wieder. Schönen guten Morgen, dass du hier auch live dabei bist. Und ich würde sagen, damit gehen wir direkt in die Tagesplanung für heute rein. Wir haben um 8 Uhr schon ein paar Informationen aus Deutschland bekommen rund um das Thema Industrieproduktion. Die ist leicht rückläufig gewesen oder was heißt leicht? Ich glaube, das Minus war 1%. Also die Prognose war ein Zuwachs von 0,4%. Warten Sie, ich schaue gleich nochmal nach. Ja, die Zahlen sprechen hier für sich. Ich ziehe es mal ganz kurz in den Bildschirm hinein. Schauen Sie, wir hatten eine Prognose hier sogar von 0,3% als Zuwachs. Es gibt aktuell, die Industrieproduktion ist rückläufig um 1% und die Handelsbilanz, da hatten wir eine Prognose von 21 Billionen plus, die wurde etwas unterschritten von 19,4 Billionen. Das zu den aktuellen Zahlen und im Nachmittag oder am Nachmittag, beziehungsweise Nachmittag in den USA, bei uns in Deutschland ist das der doch spätere Abend. Ich glaube, da sind viele von Ihnen gar nicht mehr am Desk, wenn wir das die Nachrichten herausbekommen. Es gibt heute wieder natürlich, weil jede Woche Freitag werden diese Zahlen veröffentlichen zum COT-Report hier fürs Öl, fürs Gold und den S&P 500 einige Informationen. Das, wie schon gesagt, um 21.30 Uhr für diejenigen von Ihnen, die diese COT-Daten für das Trading auch nutzen möchten. Also diese Woche nicht ganz so gespickt mit Nachrichten. Die nächste Woche wird viel interessanter, aber das sehen wir dann auch direkt im Ausblick sozusagen, was wir für die nächste Woche haben. Im heutigen Blog habe ich für Sie ein paar Informationen zusammengestellt und zwar besprechen wir hier und heute einmal die Charts vom US-Dollar, japanischen Yen, vom spanischen Aktienindex und wir schauen mal wieder auf das Cable, was dort los ist und was wir hier aus den Märkten eventuell rausziehen können. Und dann, wie schon gesagt, gibt es noch eine Zuschauerfrage und zwar geht es da um den das Währungspaar US-Dollar südafrikanischer Rand. Aber das dann nach den Vorbereitungen aus dem Blog. Und wir starten auch gleich mit dem ersten Paar aus dem Block. Und zwar ist das der US-Dollar japanische Yen. Hier wieder auch mit Blick in den Tageschart hinein. Und Sie sehen es schon, das Setup, ich hatte es im Block ja vorgestellt, läuft sogar schon sehr, sehr schön an.
Und zwar hatten wir hier eine schöne Abwärtsbewegung gehabt, die diesen vorangegangenen Trend gebrochen hat. Das sehen wir hier in diesem Bereich. Hier war das Trendtief. Hier hat es der Markt unterlaufen. Wir hatten eine schöne Bewegung, hat sogar noch untergeordnet diese Bewegung einen kleinen Aufwärtstrend hier gestaltet. Und dann hatten wir ein paar Tage des Kursrückgangs. Und gestern dann hat der Markt hier ein Umkehrsignal auf der Short-Seite generiert. Und wenn das Ganze bestätigt wird, dann läuft der Markt halt, ja, teilweise auch mit ziemlich Schwung in Unterstützungen hinein. Ziel des Ganzen wäre erstmal hier unten, wenn der Markt wirklich diese Dynamik nach unten entwickelt und auch einen Abwärtstrend entsprechend dann bildet, dieser Bereich hier unten um die Kurse von 108,089. Und auf dem Weg dahin haben wir ein paar Widerstandslevel, beziehungsweise nein, dann kein Widerstand, Unterstützung. Ich drehe hier immer von der Denke her, es sind ja im Endeffekt Unterstützung, weil der Markt von oben nach unten kommt. Das heißt, hier in diesem Bereich, hier sind wir schon in einem Unterstützungslevel bei 109,387. Das nächste wartet dann hier in diesem Bereich von 109,048, bevor wir dann hier noch ein paar weitere Tagestiefs haben bei 108,381. Das Ganze können wir uns auch sehr, sehr gern einmal im Stundenchart anschauen. Wieso blicke ich hier jetzt in den Stundenchart? Das hat einen sehr, sehr einfachen Grund, und zwar liegt das darin, dass wenn ein solches Handelssignal schon angelaufen ist, das heißt, für mich gibt es ja immer sogenannte Premium-Signale, das sind die wirklich, die ich dann direkt auch mit Bestätigung traden kann. Und dann gibt es so sekundäre Signale, wo wir einfach in der untergeordneten Zeiteinheit dann schauen müssen, wo können wir denn jetzt wieder einen Einstieg timen? Und wir sehen ja jetzt hier in diesem Markt schon einen schön gelaufenen Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend steht jetzt hier schon deutlich in seiner Bewegung. Wie schon gesagt, wir sind hier in diesem Unterstützungslevel von, wo haben wir hier das Tief unten in diesem Bereich von 109,4. In diesem, ich will jetzt nicht auf den Punkt gehen, Sie sehen visuell selbst, was das hier los ist in diesem Bereich. Und das ist ein Bereich, wo ich sage, jetzt steht diese Bewegung oder dieser Trend schon sehr, sehr weit in seiner Bewegung. Das heißt, was ich jetzt charmant finden würde, ist die Tatsache, dass der Markt hier ein Stück nach oben läuft und dann vom Prinzip her wieder rumdreht. Das heißt hier, wir sehen, dass wir irgendwann eine Korrektur sehen, der Markt läuft etwas nach oben und wenn wir dann wieder runterlaufen, dann wäre es sehr, sehr spannend zu sehen, dass der Markt hier entsprechend das nächste Signal nach unten gibt. Das heißt, wir haben dann einen abwärtslaufenden Tag, eine abwärtslaufende Stunde, die in der Korrektur ist und dann ein Umkehrsignal gibt. Also sowas wie hier an dieser Stelle, was wir hier oben gesehen haben. Ich zeige Ihnen das mal kurz, das hier. Das Ganze ist ein Umkehrsignal im Stundentrend, der nach unten läuft. Und das Ganze schaue ich mir dann in diesen Fällen, da nehme ich dann eine dritte Zeiteinheit ins Boot mit ein. Das heißt, für meine Premium-Signale brauche ich nur zwei Zeiteinheiten. Für die folgenden Signale sozusagen brauche ich dann entsprechend noch eine dritte Zeiteinheit. Und wenn die dann wieder runterläuft, dann passt es. Und schauen Sie sich das Ganze mal an. Wir hatten jetzt hier im Stundenchart die Umkehrkerze. Die Umkehrkerze vorher war durch einen Aufwärtstrend ersichtlich geworden, also innerhalb des Aufwärtstrends, dies lief dann nach unten. Was haben wir hier gehabt? Wir haben den Aufwärtstrend nach unten gebrochen, es gab eine Korrektur, der Markt lief runter. Wir haben jetzt in den 5 Minuten schön einen Abwärtstrend, das ist die Bestätigung der Stundenkerze nach unten. Und genau das Gleiche sehen wir dann, wenn der Markt jetzt irgendwann anfängt zu korrigieren in der Stunde, dann bildet sich möglicherweise in den 5 Minuten sogar ein Aufwärtstrend, der die Korrektur dann entsprechend darstellt und wenn der dann wieder rumdreht, das wäre dann das Signal, dann würden wir sozusagen in der Stunde irgendwo innerhalb der Korrektur dann ein Umkehrsignal auch bekommen, das im Markt dann sehen und entsprechend umsetzen können für unser Trading. Wann das kommt, ob das kommt, wir wissen es nicht, deswegen müssen wir uns hier ein wenig auf die Lauer legen. Doch Sie sehen, wie groß das Potenzial ist. Das heißt, dreht der Markt hier tatsächlich in eine weitere Abwärtsbewegung rein, dann haben wir halt in der Stunde die erste initiale Bewegung, dann haben wir die zweite Bewegung und wenn dann noch ein Abwärtstrend entsteht, dann sind Sie halt sehr, sehr früh dabei gewesen und das macht das Ganze spannend. Vorerst erstmal in den kurzfristigeren Trading-Zeiteinheiten, aber wenn das dann in den Tag hineinläuft, da kann dann schon ordentlich etwas im Trading-Konto auch auftauchen an dieser Stelle. Ja, im Chart sehe ich auch ein oder andere Interaktion. Sama, schönen guten Morgen, dass Sie auch wieder hier sind. Anton, ich freue mich auch, dass es Spaß macht, hier zuzuschauen. Das ist schönes Feedback. Da freue ich mich, dass Ihnen das, was wir hier machen, auch gefällt. Okay, das zum US-Dollar, japanischen Yen. Danach schauen wir auf einen Aktienmarkt. Und zwar schauen wir in den spanischen Aktienmarkt hinein. Das Ganze auch im
Tageschart. Was sehen wir hier? Wir sehen ja einen Markt, der brutal abverkauft wurde. Das haben wir ja, ja, das sieht sozusagen jeder, dass das extrem nach unten lief. Das heißt, der Markt schoss ganz stark und ist danach korrigiert nach oben. Das heißt, wir haben hier einen sogenannten Rebound gesehen, den wir sehr, sehr häufig sozusagen immer wieder sehen, wenn der Markt mal massiv stark nach unten gefallen ist. Dann können Sie sich vorstellen, das ist eine Überdehnung, wie so ein Gummi, den ziehen Sie und irgendwann ist der Gummi so stark gespannt, dass er zurückspringt. Und das sind die Dinge, die sehen wir hier auch immer wieder in den Charts. Das heißt, wir hatten das hier auch gesehen, von diesem massiven Tief ging es dann doch einige Tage stark nach oben, bis hier in diesem Bereich um das Korrekturhoch vom, wann war es gewesen, am 28.05. Den hat der Markt gestern rausgenommen und ist komplett abverkauft worden. Und das, liebe Zuschauer, ist ein Umkehrsignal. Das ist das erste Signal von erneut auftretender Schwäche. Das heißt, wir hatten hier ja eine extrem schwache Phase am Markt, die wurde korrigiert und jetzt ist das erste Zeichen der Schwäche wieder da. Das brauchen wir bestätigt und wir sehen es heute Morgen auch schon. Der Markt bestätigt uns das Signal von gestern. Er läuft nach unten. Also auch hier blicken wir dann gleich wieder in die Stunde. Aber vorher, bevor wir in die Stunde blicken, möchte ich ganz gerne noch auf eins hinausgehen. Hier haben wir Unterstützung liegen. Das heißt, wir hatten starke Dynamik nach unten, die Korrektur. Dann haben wir hier ein paar Punkte bekommen, die sozusagen in der Aufwärtsbewegung als Haltepunkte gegeben wurden. Das sind jetzt natürlich wichtige Unterstützung, die der Markt auf dem Weg nach unten anläuft. Das heißt, hier können wir auch die Frage erklären oder sozusagen die Frage beantworten, wer verkauft denn nach uns? Weil wenn wir short unterwegs sind, brauchen wir, um unsere Position zu schließen, irgendwo jemanden, der auch verkaufen möchte, damit wir unsere Position entsprechend schließen können. Und damit sind wir hier schon an der richtigen Stelle, dass wir in den Stundentrend hineinschauen können. Und schauen Sie es an. Das ist jetzt die spannende Geschichte. Wir haben jetzt hier sozusagen das Schwächesignal von gestern entsprechend auch gehabt und können heute jetzt hier schon sehen, dass die Stunde sich innerhalb des Tages entsprechend doch oder des gestrigen Tages und dann heute Morgen auch schon wieder deutlich nach unten entwickeln. Ja, das sehen wir ja auch im Stundenchart, im Tageschart. Der Markt läuft hier entsprechend nach unten. Der lief gestern dann nochmal ein Stück nach oben, aber jetzt laufen wir nach unten. Und wenn wir uns den Stundenchart hier entsprechend anschauen, dann sehen wir halt die Punkte nach unten. Wir hatten hier die Aufwärtsbewegung, da lief der Markt nach oben und jetzt kommt es im entsprechenden Falle darauf hin, dass der Markt das Ganze bricht. Wie schon gesagt, die Bestätigung ist da und wenn Sie sich das Ganze mal anschauen, sobald dieser Bereich hier unten bereits unterschritten wird, das heißt, wenn wir hier unten drunter durchlaufen, dann haben wir auch einen abwärts trendierenden Stundenmarkt. Das heißt, wir haben jetzt hier in der Stunde dann einen Trend, der entsprechend nach unten läuft. Für diejenigen, die das in den kleineren Zeiteinheiten traden möchten, schauen wir uns einfach mal hier die 15 Minuten in diesem Markt auch mit an, um hier die Trendbewegung zu sehen. Und da sehen Sie, wir haben hier schon einen leicht nach unten trendierenden Markt. Der hat jetzt hier ein bisschen korrigiert, aber läuft dann hier runter. Und hier an dieser Stelle dann gibt es im kurzfristigen Bereich schon den ersten Punkt, wo wir sagen können, da ist der Aufwärtstrend gebrochen, den wir hier haben und dann läuft der Markt nach unten. Also hier sehen wir wichtige Punkte in den untergeordneten Zeiteinheiten. Wenn wir in das große Bild hineinschauen, was wir hier dann haben, dann sehen wir natürlich die Anlaufpunkte auch hier im Tageschart und das sind dann die Stellen am Markt nach unten. Das heißt, wenn die Märkte jetzt weiter schwächeln, kann es durchaus zur Korrektur kommen, dass wir in diesen Bereich hier unten hineinlaufen. Für diejenigen von Ihnen, die sich sagen, ja, mein Gott, wir haben jetzt hier eine schöne starke Aufwärtsbewegung gehabt, die diese ganzen vorhergehenden Trends gebrochen haben. Und jetzt haben wir halt eine Phase, wo der Markt ganz tief nach unten korrigiert ist. Natürlich, das kann man hier aus diesem Chart auch lesen. Das heißt, wir haben jetzt hier noch keinen richtigen Trend. Wir haben eine abwärtstrend brechende Bewegung gehabt. Dann haben wir eine Korrekturbewegung gehabt, die massiv gebrochen hat. Und jetzt kann man halt auch sagen, ja okay, wir können hier eine Gegenbewegung sehen, die momentan relativ tief korrigiert und das Ganze dann auch rumdreht. Das heißt, hier kann es auch dazu kommen, dass der Markt nach oben dreht und dann die Spannungsmomente nach oben bringt. In diesem Moment würden wir dann entsprechend wieder hier über diesen Bereich hinauslaufen, also auch über das Tageshoch von gestern. Und dann wären die nächsten Anlaufpunkte entsprechend hier oben zu sehen. Also diese beiden Dinge könnten in diesem Chart auch passieren. Was jetzt passiert, das wissen wir alles nicht. Ich würde mal so ein bisschen, das ist jetzt Mike Seidels eigene Meinung, hat jetzt nichts mit der Charttechnik zu tun, aber ich glaube, es wäre kein ungewöhnlicher Tag, wenn wir sozusagen vor dem Wochenende, wo auch so ein wichtiger Gipfel
Der G7-Gipfel ansteht und man nie so genau weiß, was dort übers Wochenende an Nachrichten kommt, würde es mich persönlich nicht wundern, wenn wir heute einfach noch ein paar weitere Kursverluste sehen, einfach weil die Investoren in Sicherheit gehen wollen und keine Lust darauf haben, durch irgendwelche Kommentare am Montag, durch massive Kursrückgänge hier mit großen Gaps in die Position hinein überrascht zu werden. Es würde mich wirklich nicht wundern, wenn wir da einige Rücksetzer entsprechend auch sehen. Das haben wir gestern am US-Markt auch schon gesehen, gerade die technologielastigen Werte, die ja sehr stark gestiegen sind. Da gab es gestern schon erste Kursrückgänge. Nur das schauen wir uns dann gleich auf der Indexseite an, wenn wir uns die großen Indizes einfach mal näher betrachten. Und damit gehe ich dann gleich auf den britischen Pfund US-Dollar ein, bevor ich dann hier auf den Kundenwunsch bzw. auf unseren Zuschauerwunsch eingehe, wo wir uns den US-Dollar ZAR einfach auch mal anschauen. Übrigens auch einen schönen guten Morgen an Sie, Ludger. Ich sehe, Sie sind da. Freut mich, dass Sie es zeitlich auch einrichten konnten, um hier live dabei zu sein, wenn ich Ihren Wunschtitel auch bespreche. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in das nächste Währungspaar hinein. Und zwar ist das Cable, britischer Pfund, US-Dollar. Hier im Chart, auch wieder im Tageschart zu sehen. Das mache ich für Sie auch gleich wieder etwas größer an dieser Stelle. Und damit sehe ich dann hier den Markt auch nach unten laufen. Sie sehen es, wir haben jetzt hier eine starke Dynamik, eine starke Abwärtsdynamik hier im Markt auch gehabt. Wir haben dann nach dieser starken Abwärtsdynamik hier unten, wo der Markt gedreht hat, in diesem Unterstützungsbereich, schöne Aufwärtsbewegung gesehen. Und gestern ist dann nach dieser Dynamik nach oben hier in diesem Bereich, den ich blau markiert habe, in diesem leichten Widerstandsbereich um die 1,34634 ist zu Kursrückgängen gekommen. Der Markt lief hoch, hat sozusagen dieses Vortageshoch hier rausgenommen und hat dann komplett wieder abverkauft. Die Kerze, die hier entstanden ist, nennt man aus der Charttechnik eine Envelope-Kerze. Heißt also, sie umhüllt die Vortageskerze vollständig und schließt irgendwo, ja, optimalerweise in der Mitte. Das ist so ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer nicht so richtig wissen, in welche Richtung es denn nun weitergehen soll. Und hier bei diesen Kerzen können jetzt zwei Dinge passieren. Wenn wir die Verortung im übergeordneten Bild einmal schauen, wäre es durchaus möglich, dass wir hier eine Marktreaktion sehen, die nach unten weiter abfällt. Das heißt, dass wir eine Bestätigung nach unten sehen. Der Tag hat ja gestern die Tiefs der Vortageskerze und die Hochs der Vortageskerze rausgenommen, was auch diese Unschlüssigkeit zeigt. Das heißt, wir haben einen Bruch des Aufwärtstrends gehabt, hatten aber nochmal ein starkes Kurshoch. Schauen wir uns das mal in der Stunde kurz an. Schauen Sie, wir hatten hier den schönen Aufwärtstrend, der ist hier rausgenommen worden, aber der Markt hat hier oben auch nochmal ein neues Hoch gemacht gehabt. So, jetzt hat er hier halt noch keinen Abwärtstrend gebildet. Wenn wir allerdings über, beziehungsweise unter das Tief der Vortageskerze laufen, dann sind wir halt, also dieser Envelope Candle, dann haben wir hier in der Stunde einen Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend hat dann natürlich hier die Möglichkeit, über seine Dynamik die entsprechenden Tiefkurse nach unten mit anzulaufen und möglicherweise hier das vorhergehende Trendtief, was wir hier hatten, oder Bewegungstief bei 1,32022 anzulaufen. Das wäre dann sozusagen der Bereich, den wir hier unten mit liegen haben. Dazu müsste der Markt halt weiter die Schwäche aufbauen und hier nach unten laufen. Das wäre dann die Bestätigung zur Unterseite. Das wäre das eine. Aber wir haben ja, wir haben es gestern gesehen, doch relativ unentschlossene Marktteilnehmer momentan. Das heißt, es ist hier auch keineswegs ausgeschlossen, dass der Markt sich sagt, okay, gestern waren wir unentschlossen, heute gibt es eine schöne Nachricht, die interessant für uns ist, auf die Käuferseite zu treten, dass dann plötzlich die Käufer wieder das Zepter in die Hand nehmen. Dann müssen wir als Trader natürlich flexibel sein und sagen, okay, kurzfristig, wenn der Markt tatsächlich das Hoch hier wieder annimmt, dann ist der Trendbruch von gestern irrelevant. Der Markt nimmt wieder die Aufwärtsbewegung der Vortage an. Das heißt, wir haben die Dynamik nach oben. In diesen Fällen liegt dann entsprechend hier natürlich im Markt erstmal das Hoch der gestrigen Kerze bei 1,34725 und dann folgen hier oben schon die nächsten Hoch bei 1,34877 und dann, Sie sehen es hier oben, wir haben hier einige Tageshochs, bevor wir hier den großen Widerstandsbereich mit vielen, vielen Tageshochs auch anlaufen. Also in diesen Bereichen könnten auch sehr, sehr schöne Bewegungen nach oben kommen, die uns Tradern hier den ein oder anderen schönen Trade mitgeben können. Also auch dieser Chart lässt es zu, wieder zwei Szenarien zu kreieren, und wir können hier entspannt daneben sitzen und schauen, was tradet denn der Markt, und uns dann entsprechend dem Markt auch mit
anpassen. Ah, in den Nachrichten hier im Chat sehe ich auch, der Carlos ist wieder mit dabei. Good morning, Carlos. Carlos ist aus Spanien, der schaut auch unsere Webinare hier in Deutsch immer mal gerne mit an. Vielleicht kriegt er auch die ein oder andere Idee für sein Trading, zumindest visuell. Und damit würde ich sagen, wechsle ich gleich mal noch in den Chart des US-Dollar südafrikanischen Rand, Kürzel USDZAR. Ich suche es gleich mal raus. Wir schauen hier einfach mal in den Tageschart hinein und das Bild, was wir uns hier sehen, ich mache es mal ganz kurz etwas kleiner, dass wir mehr Charthistorie auch mit sehen. Wir sehen hier natürlich momentan einen sehr, sehr schönen und dynamischen Markt. Wir hatten hier lange Zeit einen abwärts trendierenden Markt und hier ist mal wieder wirklich ein richtig schönes Paradebeispiel dafür, wie Trends brechen und wie dann daraus aus diesen gebrochenen Trends dynamische Aufwärtstrends entstehen. Ne? Wenn wir uns das Bild hier mal anschauen, wir hatten hier im Großen sozusagen, ich zeichne nur mal den Schluss des Ganzen ein, wir wollen ja hier nicht in eine Malstunde übergehen, sondern uns auf die Fakten konzentrieren. Wir hatten hier in diesem Markt sozusagen hier ein Stückchen Abwärtstrend noch und dieser Abwärtstrend, der hatte hier unten eine letzte Bewegung, die sozusagen noch mal so einen kleinen Haken geschlagen hat. Das heißt, wir haben ja die Vorbewegung auch immer mal so mit leicht ja, Zwischenkorrekturen auch gesehen, wo man in der Stunde was gesehen hat. Jetzt haben wir hier die starke Bewegung nach unten gehabt. Dann hatten wir hier unten noch wie so einen kleinen Haken sozusagen hier, wo der Markt kurz vorm Ende nochmal raufgelaufen. Es ist ein typisches Verhalten, dass dann kurz vorm Ende nochmal so ein Haken nach oben kommt, dann nochmal etwas niedrigeres Tief und danach schießt der Markt sozusagen nach oben mit einer starken dynamischen Bewegung, die im ersten Schritt dieses kleine Zwischenhoch hier rausnimmt. Das ist dann schon mal für all diejenigen interessant, die sagen, okay, hier könnte man im ganz kurzfristigen Bereich was nehmen. Wichtig ist dann, was an diesem hohen Anlaufpunkten hier passiert, an dieser Stelle. Und da hat der Markt sich wirklich sehr, sehr schön verhalten. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Bewegung gehabt, die aus einem Trend nach oben lief. Es gab noch mal eine schöne Korrektur hier in diesem Bereich und danach lief der Markt wirklich sehr schön trendig auch nach oben. Das heißt, wir haben jetzt hier auch einen schönen Move nach oben gehabt. Das Ganze auch mit einem ersichtlichen Untertrend. Der kann auch mal brechen. So ein Bewegungstrend kann auch mal brechen, ohne dass der übergeordnete Trend kaputt geht. Und damit lief der Markt dann entsprechend hier auch nach unten. Wir hatten hier über dieses Hoch auch mal noch so ein bisschen Spike, wo der Markt sich nicht wirklich entscheiden konnte, aber wir sehen es entsprechend, was er dann gemacht hat. Wir haben hier schön auch eine tiefe Korrektur gehabt, dann hatten wir ein Hoch, das hat nochmal tief korrigiert, das heißt, wir haben eine tiefe Korrektur gehabt, aber oben kam noch nicht wirklich viel raus und jetzt haben wir hier die Situation, dass wir innerhalb dieses Trends, den ich Ihnen eingezeichnet habe, eine sehr, sehr weite Bewegung haben. Wir sehen hier in diesem Markt, ich mache das für Sie jetzt auch gleich mal noch etwas größer, sehen wir auch untergeordnet einen Trendverlauf, das heißt hier, wenn wir uns dieses untergeordnete Bild mal anschauen, ich nehme mal eben die letzte schwarze Bewegungslinie raus und dann schauen wir uns mal diesen Bewegungstrend auch an. Das heißt, der Markt, dieser Trend lief ja hier entsprechend nach oben, hat dann auch korrigiert in diesem Bereich und steht jetzt auch, dieser untergeordnete Trend steht momentan sehr, sehr, sehr weit in seiner Bewegung. Das heißt hier, nach solchen sehr, sehr weiten Bewegungen, das heißt, je weiter ein Markt natürlich in die Bewegung hineinläuft, hier in diesem Bereich ist das auch der Fall, je größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann einmal eine Korrektur einsetzt. Aber wir wollen ja hier auch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Das heißt, wo läuft der Markt denn hin? Wir haben jetzt hier relativ nah, das ist jetzt für das kurzfristige Bild, wir haben jetzt hier relativ nah ein Tageshoch noch liegen. Das ist das Tageshoch vom 18.12. letzten Jahres. Es könnte durchaus sein, dass der Markt nochmal an dieses Tageshoch ranläuft und dann eine leichte Korrektur macht. Und wenn wir uns den gesamten Trendverlauf mal noch im längerfristigen Zeitraum etwas auch anschauen, dann sind wir jetzt hier natürlich in einer Phase, wo dieses Hoch, was wir hier haben, auch im Bereich einer Marke liegt, wo der Markt mal unterstützt wurde hier. Das heißt, wir haben jetzt hier bei den Kursen von, was haben wir hier unten, wir schauen mal kurz nach, ungefähr 13,25127 in diesem Bereich haben wir einen Widerstand im Markt liegen, wo der Markt auch einen Grund hatte, eventuell rumzudrehen. Das ist das eine, was jetzt für die langfristige Aussicht schön ist. Wir haben jetzt hier einen aufwärtslaufenden Markt, das heißt, ein Trend setzt sich ja in der Regel eher fort, als dass er zusammenbricht. Für die weitere Planung ist es natürlich interessant, wer könnte denn nach uns kaufen? Und da haben wir hier natürlich auf alle Fälle ein paar Punkte, die wir im Chartverlauf auch schon sehen, wo sich durchaus der ein oder andere Händler mit Orders am Markt platzieren kann,
um entsprechend Positionen hier zu schließen aus diesem Trendverlauf nach unten, weil spätestens hier oben ist ein neues Hoch erreicht. Also da spätestens da hat jetzt sozusagen eine Short-Position überhaupt keine Relevanz mehr. Aber auf dem Weg dahin haben wir halt ein paar schöne Punkte, die wir hier entsprechend in die Planung mit hineinstellen können. Ich frage da gleich mal in die Runde. Ludger, ich habe jetzt den Markt für Sie etwas versucht, aus meiner Sicht auch zu schildern. Ist das für Sie nachhaltig gewesen oder haben Sie noch die ein oder andere Frage dazu? Wenn ja, habe ich die Bitte, stellen Sie es einfach hier direkt in den Chat rein, dann kann ich nochmal auf den Markt entsprechend auch eingehen. Ich warte einfach mal kurz einen Augenblick auf Ihre Antwort. So, wenn ich jetzt sozusagen, ich mache jetzt einfach mal weiter und wenn noch eine Frage zu diesem Markt kommt, dann kann ich einfach nochmal auf das Währungspaar entsprechend mit zurückziehen. Das heißt, wir schauen jetzt entsprechend einfach einmal in die weiteren Schritte für das heutige Webinar hinein. Das heißt, was als nächstes auf der Uhr steht, ist ja die Vorausschau für die nächste Woche. Ah, ich sehe, Ludger, es war schön erklärt, passt, sehr schön, da freue ich mich. Das ist in Ordnung. Das heißt, wir machen jetzt nach den entsprechenden Charts für den heutigen Tag einfach mal weiter mit den wichtigen Terminen für die nächste Woche. Ich hatte das ja schon im Laufe der Woche angekündigt. Diese Woche war relativ nachrichtenarm. Der Markt war sich mehr oder weniger selbst auch überlassen. Mitte der Woche auch, hat sich schön entwickelt, bis wir gestern die ersten Kursreaktionen auf der Gegenseite gesehen haben. Deswegen nächste Woche gibt es deutlich mehr Nachrichten, die auch sehr, sehr stark kursbewegend sein können. Der Montag ist noch relativ ruhig. Am Dienstag geht es dann um 11 Uhr hier los mit dem ZEW Konjunkturerwartungen. Sie sehen eine Prognose von -12,7. Man geht davon aus, dass die Erwartungen sich etwas eintrüben. Das liegt häufig auch in der Begründung, wenn man das in den Nachrichten auch hört, an den Dingen, die hier auf unserer Welt passieren mit dem ganzen Thema Freihandelsabkommen. Also all die Dinge, Strafzölle und so weiter und so fort, die scheinen in den Erwartungen zumindest erstmal die ein oder andere Dämpfung zu hinterlassen. Dann gibt es am Dienstag um 14.30 Uhr am Nachmittag in den USA Informationen zum Verbraucherpreisindex. Das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig für das Thema der Zinsentscheidungen der entsprechenden Zentralbanken. Hier ist das die Fed. Wenn die Inflation stärker ansteigt, muss natürlich mehr Zins kommen. Das ist nicht ganz so gut für die Aktienmärkte. Die Banken freuen sich natürlich. Das heißt, auch ein Index, in dem viele Banken sind, der wird davon natürlich profitieren, wenn die Banken sich positiv entwickeln. Also es gibt hier immer Pro und Contra in diesem Bereich. Aber wir haben hier die Situation, dass diese Nachrichten einfach nächste Woche kommen und wir werden sehen, was der Markt daraus macht. Und wir werden dann auch am Mittwoch schon die ersten Reaktionen darauf bekommen. Am Mittwoch gibt es nämlich sozusagen den Zinsentscheid und die Pressekonferenz der US-amerikanischen Zentralbank und wir können hier entsprechend auch die Nachrichten in diesem Bereich am Mittwoch um 14.30 Uhr auch noch erwarten aus den USA, das Thema Erzeugerpreisindex, also das hat ja auch etwas mit der Inflation zu tun. Dann gibt es am Nachmittag um 16.30 Uhr wieder die Rohöl-Lagerbestände. Da hatten wir diese Woche wieder einen Anstieg. Sie sehen es hier an dieser Stelle, wir hatten einen Anstieg von 2.000 Millionen Barrel, also das ist schon eine ganze Menge, was da dazu war. Es war eigentlich ein Rückgang geplant für die nächste Woche. Es steht die Prognose bei einem Rückgang von 1,824 Milliarden Barrel in diesem Moment. Und dann gibt es, wie schon gesagt, am Nachmittag entsprechend die Zinsentscheide. Also am Nachmittag in den USA. Bei uns in Deutschland ist das dann entsprechend natürlich der Nachmittag bzw. der späte Abend, also 20 Uhr und die Pressekonferenz dann um 20.30 Uhr deutscher Zeit. Und am Donnerstag gibt es dann Nachrichten von der Europäischen Zentralbank, das heißt um 13.45 Uhr rum gibt es den Zinsentscheid der EZB für den Monat Juni. Das ist ein wichtiger Zinsentscheid. Da gibt es auch viele Nachrichten drumherum. Es gibt um 14.30 Uhr dann die Pressekonferenz zu diesem Zinsentscheid und auch um 14.30 Uhr gibt es die Einzelhandelsumsätze in den USA für den Monat Mai. Und am Freitag dann gibt es nochmal den Verbraucherpreisindex für die Eurozone. Das heißt, hier können wir einfach auch mal schauen, wie sich die Inflation in der Eurozone entsprechend auch entwickelt. Heißt hier, wie
entwickeln sich die Preise, was kann das für Auswirkungen auf die Zinsen haben. Möglicherweise, hier sehen Sie ja auch die Erwartung für die Zinsen an der Zinsschraube, wird nichts geändert, aber der Markt munkelt so ein bisschen, dass wir hier das Anleihekaufprogramm im Ende sehen. Daraufhin hat der Euro schon deutlich reagiert, ist auch deutlich angestiegen auf diese Nachrichten von weg. Das heißt, der Markt preist hier auch einiges ein. Wir werden sehen, was dann in der nächsten Woche kommt. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch zurück in die Charts an dieser Stelle und machen mal einen Blick in die großen Indizes. Ich fange an für Sie mit dem DAX. Das ist der Heimatindex, den betrachten sehr, sehr, sehr viele Menschen immer, immer wieder. Und wir haben jetzt hier die Situation, die wir in der letzten Woche auch schon besprochen haben. Hier hatte ich die Einzeichnung auch noch drinne vom entsprechenden Trend, beziehungsweise wir sehen jetzt hier auch noch ein paar Marken, die wir aus der Vergangenheit auch noch drin hatten. Wir haben jetzt hier im DAX sozusagen einen starken Aufwärtstrend gehabt, der jetzt sozusagen tief korrigiert. Wir sehen es, wir hatten den Schub nach unten. Wir hatten auch noch eine schöne Gegenreaktion. Das heißt, wir haben ja hier eine schöne Woche auch nach oben gesehen. Aber es haben dann gestern sozusagen die Verkäufe auch entsprechend eingesetzt. Und die haben natürlich hier die ganze Vorbewegung der Woche zum großen Teil jetzt schon wieder wettgemacht. Wir sehen heute auch deutliche Kursrückgänge entsprechend auch. Das heißt, wir haben jetzt hier im DAX entsprechend ein Bild, wo wir hier nach unten laufen. Der Markt läuft hier deutlich nach unten und er kann ja aus rein technischer Sicht könnte er ja hier bis hier unten an diesem Kursbereich von 12.000 knapp 300 Punkten korrigieren, ohne quasi diese Aufwärtsbewegung wieder rauszunehmen. Allerdings, und das muss man auch immer mit im Hinterkopf haben, muss man immer so ein bisschen den Blickwinkel auch auf den 200er-Tage-Durchschnitt haben, weil dieser Tage-Durchschnitt ist halt entsprechend für den einen oder anderen Händler doch sehr, sehr wichtig. Da schauen wir nachher im edukativen Teil auch einmal drauf, was das bedeutet. Wir haben jetzt hier einmal die Überschreitung gehabt und momentan, das ist auch ein normales Bild, wird diese Marke auch immer mal wieder so ein bisschen getestet. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Bereich, der sieht aus kurzfristiger Sicht eher nach unten gerichtet aus. Übergeordnet ist das Bild weiterhin aufwärts gerichtet. Das heißt, wir warten jetzt einfach einmal ab, was der Markt hier macht. Also wenn man mal in Farben der Börsenampeln spricht, hier in dieser Phase war die Börsenampel grün. Wir haben jetzt hier eher in meinen Augen ein gelbes Bild. Das heißt, mit Long-Positionierung wäre ich persönlich momentan etwas vorsichtig, weil der Markt dann doch Dynamik auch nach unten entwickeln kann. Von der Seite her kurzfristig sehe ich das Bild eher nach unten gerichtet. Wir haben jetzt hier einen Unterstützungsbereich, den sehen wir hier, der ist irgendwo in diesem Bereich dieses Ausbruchs. Warten Sie, ich ziehe das mal für Sie noch ein Stück weit höher. Wir haben jetzt hier entsprechend den Unterstützungsbereich um die 12.600 Punkte Marke. Hier muss man sehen, wie der Markt sich entscheidet. Möglicherweise sehen wir hier aber auch einfach, sag ich mal, irgendwo politisch motivierte auch Verkäufe, weil ich hatte es ja angekündigt, wir haben am Wochenende das G7-Treffen und da kann man nicht so genau sagen, was jetzt hier am Ende bei rauskommt. Und da kann der ein oder andere Anleger doch hier etwas in Deckung gehen, wie man das so schön sagt, und deswegen nach unten drücken. Und wenn es dann am Wochenende doch nicht so schlimm gekommen ist, wie der Markt das jetzt erwartet, haben wir eine typische Übertreibung nach unten gesehen, die dann in der Folgewoche möglicherweise auch mit starken Gegenbewegungen auch agieren kann. Das wissen wir alles nicht. Das heißt, von der Seite her hier jetzt erstmal ein klein wenig Vorsicht auch angezeigt. Übrigens, wenn Sie auch Fragen haben zu einem Wunschmarkt, wenn ich jetzt einen Markt analysiere, der Ihnen noch fehlt, also wenn Sie noch einen Wunsch haben, schreiben Sie es ruhig direkt in den Chat rein, dann können wir gerne darauf auch eingehen. Rafik, ich sehe auch gerade, du bist wieder mit dabei. Schön, dass wir uns hier an dieser Stelle sehen. Und damit gehen wir einfach mal in den nächsten Markt über. Wir gehen mal in den S&P 500 hinein. Beim S&P 500 hatten wir ja in der letzten Woche auch gesprochen. Wir haben hier ein schönes, schönes Signal gesehen. Nach einer schönen Aufwärtsbewegung hatten wir hier so einen seitwärts laufenden Trendkanal, der nach oben verlassen wird und schön nach oben läuft. Also das ist auch für mich persönlich ein Trade in meinem eigenen Portfolio, der sehr, sehr schön läuft, weil diese Dinge können wir ganz einfach mitnehmen. Das ist ein bullisches Ausbruchssignal. Der Markt ist hier schön nach oben gelaufen. Das macht einfach Spaß, das Ganze auch zu sehen. Und wir hier entsprechend den Wert nach oben mit begleiten konnten. Und jetzt sehen wir auch hier erste Kursrückgänge. Wir hatten gestern auch, wenn ich das mal etwas größer mache, hier an diesem Bereich sehen Sie es, wir hatten gestern auch eine Kerze, die sozusagen
dort geschlossen hat, wo sie eröffnet hat. Das heißt, das ist eher so, das ist eine sogenannte Doji-Kerze. Allerdings hatten wir hier den Markt von unten nach oben gekauft. Da kam dann tagsüber wieder etwas Stärke rein. Das heißt, zum Handel in den USA, also zur Haupthandelszeit in den USA, lief der Markt dann doch wieder deutlich nach oben. Wir werden sehen, was der Markt hier macht. Man sieht hier teilweise auch ein deutlich anderes Bild, weil die Sachen, die der Herr Trump momentan für sein Land in Bewegung bringen möchte, die kommt in Teilen dem Land halt auch zugute. Und deswegen läuft der Markt hier anders als der deutsche Markt. Für den deutschen Markt ist das etwas negativ, deswegen läuft der abwärts. Für den US-amerikanischen Markt zeichnet sich das Ganze wahrscheinlich kurzfristig etwas positiver ab und deswegen läuft der Markt hier entsprechend auch nach oben. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist momentan eine beginnende Korrektur. Schön auch im Aufwärtstrend. Sie sehen, das Bild in den USA sieht ganz anders aus als das, was wir hier gerade in Deutschland gesehen haben. Das heißt, hier ist die Lage weiterhin sehr, sehr schön grün. Momentan ein bisschen Korrektur. Wir werden sehen, was der Markt hier draus macht. Wichtiges Unterstützungslevel wäre dann entsprechend hier natürlich dieser Hochkurs, den wir hatten. Wir hatten ja hier das letzte Trendhoch, das hat der Markt übersprungen bei ungefähr 2745 Punkten. Das ist auch ein Unterstützungsbereich jetzt erstmal, wo der Markt ohne weiteres kurzfristig auch hinlaufen kann, beziehungsweise natürlich das Korrekturtief hier unten, das ist noch weit weg, aber so weit möchte ich jetzt gar nicht vorausblicken. Wir haben hier also am US-Markt im S&P 500 ein schönes, positives Bild, was der Markt uns hier zeigt. Das heißt, der Markt läuft schön nach oben. Das Thema Sell May and Go Away hat jetzt hier im Mai nicht so gut funktioniert. Also das heißt, wer hier permanent auf den Verkaufknopf gedrückt hat, der wird sich jetzt wahrscheinlich ärgern, dass er nicht den Move nach oben gehabt hat, beziehungsweise den einen oder anderen Verlust eingesteckt hat. Das ist dann im Endeffekt halt wichtig, dass man sich nicht nur an solche Regeln hält, die man dann irgendwo gelesen hat, sondern ich sage immer auch meinen Coaching-Klienten, die ich in der Ausbildung habe, schaut auf den Markt, was er draus macht, bildet euch nicht ein, dass nur weil es irgendeine Regel gibt, der Markt sich an diese Regel entsprechend hält, sondern der Markt macht im Endeffekt, was er will und wir Trader sollten hier in der Lage sein, entsprechend mit dem Markt auch mitzutraden. Und damit kommen wir gleich noch zu einem zweiten Wunschmarkt. Ludger, wurde gewünscht, der Dow Jones einfach mal in die Erklärung zu nehmen. Na klar, das mache ich sehr, sehr gerne. Wir gucken uns den Dow Jones auch mal an. Hier sehen wir entsprechend auch ein sehr, sehr schönes Bild. Ich lösche mal hier ein paar alte Trendzeichnungen raus, die ich gemacht habe. Wir haben hier schön auch einen aufwärts trendierenden Markt. Der hat jetzt hier, ich zeige mal die letzte, das war die Bewegung, die vorletzte Bewegung, das war die entsprechende Korrektur, die wir jetzt hier haben. Und jetzt läuft auch der Markt hier rein. Das heißt, wir haben eine schöne, saubere Bewegung nach oben gehabt. Wir haben hier im Markt einige Punkte oben auch noch liegen. Das heißt, wir haben hier die nächsten Anlaufpunkte auf der Oberseite bei ungefähr 25.500 Punkten liegen, gefolgt dann entsprechend von dem Anlaufpunkt hier oben bei 25.800 Punkten. Also der Markt ist hier auch schon wieder Stück für Stück auf dem Weg nach oben und es ist auch schön, wenn der Markt diese Punkte mit rausnimmt, weil die sind ja entstanden, als der Markt so massiv tief nach unten geschoben ist. Das heißt, von der Seite her ist es schön zu sehen, dass der Markt diese Dynamik auch mit aufentwickelt. Das heißt hier, ich zeichne den Trend auch mal ganz kurz mit zu Ende, den ich jetzt bespreche. Dieser Trend entsprechend, den wir hier im großen Bild auch sehen, korrigiert momentan ein bisschen. Ja, das sehen wir hier. Er ist gestern schön nach oben gestiegen, also ein kleines, etwas kleines anderes Bild, als wir das im S&P 500 gesehen haben. Aber die Dynamik, die Richtung ist hier entsprechend die gleiche. Wir sehen jetzt hier auch etwas Korrektur. Eine Korrektur ist auch immer gut, die kann auch laufen. Als Unterstützung sehe ich jetzt hier erstmal wieder dieses Ausbruchslevel von oben. Ich mache mal ganz kurz die Farbe etwas anders hier, damit ihr das Ganze dann entsprechend auch etwas besser sehen könnt. Das heißt, wir haben jetzt einen Unterstützungsbereich hier am letzten Trend hoch, wo der Ausbruch hier geschehen ist, um die Punktemarke von, was waren das hier oben gewesen, 25.081. Der Markt ist ja weit unter die 25.000 Punkte gelaufen und hat es sozusagen vor zwei Handelstagen geschafft, diese Marke wieder zu übersteigen. Das hat dann auch Kursdynamik gebracht. Sie sehen auch, dass diese Hochs momentan wieder gekauft werden. Das ist auch etwas, wo wir sagen, wir passen uns an den Markt an, wo wenn gerade Hochs gekauft werden, wissen wir halt auch, dass wir an den Hochs unsere Position nicht zwangsweise schließen müssen, sondern den Bewegungshandel vielleicht über die untergeordneten Zeiteinheiten auch etwas mit vorantreiben können. Also das ist spannend und interessant zu sehen, was hier entsprechend auch passiert. Das also zum Dow Jones eine kleine Korrektur, die kann noch ein paar Tage andauern. Wir wissen es nicht genau, was am Wochenende passiert. Auf der Oberseite haben wir entsprechend auch interessante Anlaufpunkte und damit würde ich ganz gerne noch zum Technologiesektor kommen, weil der Technologiesektor in den USA sozusagen der US Tech 100, der Nasdaq hat hier
sehr, sehr schön die Dinge gemacht, die wir auch erwartet haben. Der Markt ist schön nach oben gelaufen, hat sozusagen hier mit einer starken Bewegung ein neues All-Time-High geschrieben. Das sehen wir hier oben. Hier, der Markt lief oben drüber. Jetzt fangen hier erstmal etwas die Gewinnmitnahmen an. Ein völlig normales Bild, also hier auch die technologielastigen Märkte schön nach oben gelaufen. Der Markt sucht diese Technologien weiterhin und das ist das, was wir hier sehen. Momentan wirklich ein klein wenig Korrektur, das Bild weiterhin grün. Wir schauen hier, Korrekturhändler können natürlich die Märkte etwas nach unten traden. Wir haben jetzt hier das Tagestief vom, wann war das gewesen? Wir schauen mal ganz kurz drauf. Das war das Tagestief vom 4.6. entsprechend. Das ist durchaus möglich, dass der Markt bei etwas mehr Schwäche diesen Markt auch anläuft, weil dieser Technologieindex, der hat teilweise eine höhere Schwankungsbreite als die anderen Indizes. Und da kann es durchaus sein, dass er diesen Punkt nach unten mal anläuft. Wir werden sehen, wie sich der Markt hier am heutigen Nachmittag auch entwickelt. Vielleicht setzen hier auch wirklich Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende ein, genauso wie wir es hier bei uns bei den europäischen Indizes auch mit sehen. Das also sozusagen zu den Indizes in der Besprechung. Und damit würde ich dann auch ganz gerne in den nächsten Markt bzw. in den nächsten Teil übergehen. Und zwar möchten wir hier jetzt etwas Edukatives.